Hallo werte Sammler und Sammlerinnen, ich bin Selector vom Team Genetz und ich grüße euch herzlich zu einem neuen Manga Review. Leider noch nicht zu Quintessential Quintuplets, da musste ich eine kleine Pause einlegen. Dafür aber ein schöner, guter Girls Love. Und zwar Kaze-san und Punkt, Punkt, Punkt. Da jeder Band dieser fünfbändigen Reihe einen Zusatztitel hat. Ja, einer meiner Lieblings Girls Love Titel, das kann ich direkt vorne vorweg schon verraten, und es ist eine Schande, dass selbst jetzt im Jahre 2022 dieser Manga doch gefühlt immer noch komplett untergeht. Aber erstmal, worum dreht sich denn in Kaze-san und in dem Fall Blaue Blumen, ist halt der erste Unterschrift. Im Wesentlichen dreht sich alles um Kaze-san, das super duper Sportass der Schule, geliebt von Jungs, geliebt von Mädchen, einfach ein wahrer Mädchentraum. Hat halt, ist halt so gesehen, Tomboy, also ne, die hier. Und ja, die hat ein Auge geworfen auf ein anderes Mädchen, und zwar die gute Yamada, die Gartenbeauftragte der Schule ist. Und ja, Kaze-san macht sich dann eben so ein bisschen an Yamada ran. Erst so ein bisschen freundschaftlich, doch relativ schnell wird mehr aus Kaze-san und Yamada. Also ja, nun zu den Grundinformationen. Kaze-san und Punkt, Punkt, Punkt ist tatsächlich schon vor etlichen Jahren, ich glaube 2013 war es, wenn ich mich gerade nicht täusche. Ja, es ist im Jahr 2013 schon mal erschienen, damals noch unter dem Titel Ippo Moea. Und ja, damals blieb es tatsächlich beim ersten Band, den hatte Egmont damals als Einzelband behandelt. Nun, nach ein paar Jahren wurde die Reihe dann neu aufgelegt. Diesmal haben wir alle fünf Bände bekommen. Ne? Das sind fünf Bände abgeschlossen. Stammt von Hiromi Takashima. Und die Übersetzung, zumindest von der Neuauflage, ich weiß gerade nicht, ob es derselbe Übersetzer ist. Ja doch, ist tatsächlich derselbe, glaube ich, derselbe Übersetzer, und zwar Costa Kaspari. Okay, hier steht Konstantin Kaspari, aber ist vermutlich dieselbe Person. I don't know, I don't care. Aber ja, es war auf jeden Fall ein Titel. Ha, ich habe diesen Manga sowas von genossen, denn in meinen Augen ist das wirklich einer der besten, der besten, der besten Girls Love Manga. Aber natürlich fragen sich schon einige so, ja, Lektor, was macht denn nun Kaze-san und Punkt, Punkt, Punkt so viel besser als die ganzen anderen Girls Love? Das ist recht simpel. Es ist ein realistisch geschriebener Girls Love. Keinerlei Fetischisierung. Wobei man hier sagen muss, ich finde, beides hat seine Daseinsberechtigung. Das ist gleich mit Boys Love. Ich mag sowohl Boys Love rein, die halt einen realistischen Touch haben, aber halt auch manchmal muss es auch ein bisschen schmuddelig sein oder einfach ein bisschen fetischisiert. Es ist beides recht. Und Kaze-san fällt halt in die realistischere Schiene, was mir persönlich meistens einfach mehr zusagt. Aber gleichzeitig hat man halt mit den Charakteren auch wirklich so realistisch geschriebene Mädchen, dass man sich halt hier wirklich denkt, ja, man kauft denen diese Romanze ab. Sowohl Kaze-san, das Sport, als allein die Blicke von den Charakteren. Man immer wieder, wenn Kaze-san zu Yamada rüberblickt, man spürt einfach hier so eine gewisse sexuelle Spannung auch zwischen den Charakteren, was ich so in Manga selten erlebe. Weil, ja, meistens hast du nur Extreme aller, alle sind super duper rein und das höchste der Gefühle ist mal ein Kuss, also Level Disney, was Romanzen angeht. Oder aber man hat, oh ihr geil ficken! Und hier hat man halt wirklich Charaktere, die aneinander interessiert sind, auch sexuell interessiert sind, aber es eben nicht nur auf diese eine Komponente, ja, runter reduziert wird. Und das finde ich hier schön, und halt auch wirklich, warum die beiden sich so ein bisschen aneinander vergucken ist, finde ich hier sehr schön erzählt, weil es hat keinen dieser überspektakulären Gründe aller. Kaze-san hat mich vor keine Ahnung wem gerettet oder so, sondern einfach, wir hatten so ein gewisses Interesse aneinander entwickelt und das baut sich halt im Verlauf der Geschichte immer mehr und mehr aus. Auch Yamada, die halt zuermaßen am Anfang noch ein bisschen ja, unsicher ist, hat doch auch hier sehr flott sich in
Kaze-san verliebt und auch der Fortschritt in der Beziehung ist glaubhaft. Es wird sich Zeit gelassen, es ist auch einer der etwas langsameren Romanzen der beiden. Also, ne, erwartet hier nicht schon im zweiten Band Knick-Knack. Nein. Aber es ist auch nicht so, dass man 20 Bände liest und es passiert nichts. Sondern es ist in 5 Bänden halt beendet. Und in diesen 5 Bänden, im Wesentlichen mit jedem weiteren Band, kommt die Beziehung der beiden auch immer ein Stück weiter vor. Und zwar auf eine Art und Weise, dass man sagen kann, ja, diese Romanze, ja, das glaube ich. Das ist gut geschrieben. Und gerade das macht einfach diesen Charme dieser herrlichen Reihe aus. Es hat so tolle Charaktere. Es hat ein, ja, okayisches Artwork. Also ich muss sagen, ich hätte hier jetzt nicht unbedingt ein Großformat gebraucht, wenn ich ehrlich sein soll. Also es sieht schon gut aus, ja, aber es ist kein Großformat. Aber das, hier hätte auch ein Taschenbuch über Lies gereicht, wie damals bei der Erstveröffentlichung. Aber ich beschwere mich auch nicht über das Großformat. Es gefällt mir trotzdem sehr gut. Und wie gesagt, ich mag den Artstyle. Ich mag diese vielen kleinen Details. Wie gesagt, die Blicke. Ohne Witz, achtet beim Lesen auf die Blicke. Der Fortschritt der Characters. Es ist wirklich eine unfassbar schöne Reihe. Und vor allem, ey, schaut euch einfach mal die Cover, die Steigerung der Cover an. Als die Reihe lief, glaube ich, über 8 Jahre hinweg. Die lief halt auch wirklich sehr langsam. Das ist Cover 1. Das ist Cover 5. Alter, da liegen Welten dazwischen. Ich finde, das ist so eines dieser Parabelbeispiele, wo man an Covern die Weiterentwicklung des Künstlers oder der Künstlerin, was glaube ich in dem Fall, sieht. Innerlich gar nicht mal so sehr, wobei, ja, schon auch. Also, ne, hier mal Kaze im letzten Band und dann eben nochmal Kaze im ersten Band. Also, man sieht schon einen Unterschied, aber innerlich jetzt nicht so extrem wie äußerlich, wie gesagt, von den Covern, das sind Welten. Und ja, so hat man halt einfach mit Kaze-san und Kaze-san und ... eine so schöne Romanze. Und sie ist halt auch wirklich schön viel gut. Es hat kein unnötiges Drama, es hat marginal ein bisschen ein Touch-Drama, aber glaubhaft. Und auch hier, es ist nicht so, oh ja, Missverständnis über Missverständnisse, dass sie sich über 20 Bände zieht oder so. Nein, es wird in der Regel recht flott gelöst, auch auf eine glaubhafte Art und halt, indem, hey, die Charaktere halt einfach mal miteinander reden. Das, was Manga-Charaktere oft scheinbar nicht können in Romance-Manga. Zu ermaßen, es hat sie immer noch hier und da mal kurz ein bisschen, ja, wir sind ja Mädchen, also dieser typische Shoujo, also diese typische Girls-Love Bullshit-Ausrede, warum sie nicht sofort zusammenkommen, weil beides ja Mädchen, das kennt man ja so nicht, aber es wird zum keinen Zeitpunkt so, dass das richtig daraus ein Drama entwickelt wird. Es wird zwar irgendwie in jedem Band immer noch mal gesagt, ja, wir sind beide Mädchen, aber wir sind ein Paar. Aber gerade die Aussage finde ich halt schön, um das nochmal so ein bisschen zu untermauern. Und es wird halt nicht unnötig Drama gespielt. Und das macht diese Reihe halt auch wieder so gut. Und ja, ich habe eine Sache zu kritisieren. Also kritisieren indirekt. Weil an sich ist für mich die Reihe eine 10 von 10. So viel kann ich direkt vorne vorweg schon sagen. Ich habe sie genossen. Sie hat allerdings eine Fortsetzung. Und hier wird es nun problematisch, weil bislang ist diese Fortsetzung für den deutschen Raum noch nicht angekündigt. Und ich glaube auch nicht, dass wir sie kriegen. Denn sie erscheint in Japan halt sehr, sehr schleppend. Ich glaube, sie ist 2018 gestartet in Japan und hat derzeit 2 Bände. Und läuft noch. Das, ne, ihr könnt euch ausrechnen, wie langsam da ein Band erscheinen wird. Nur die Sache ist, bis die Reihe dann vielleicht mal in ein paar Jahren vorbei ist, wird Egmont hiervon die Lizenz nie im Leben mehr haben. Dazu, so wie ich es wahrgenommen habe, war Kaze-san auch kein Seller. Ich glaube, es hat sich besser verkauft als 2013, aber ja, das war jetzt glaube ich auch kein Mega-Hit. Und dadurch, dass sie halt auch jetzt fürs kommende Programm noch nicht die Fortsetzung ankündigt haben, sehe ich hier leider schwarz. Deswegen habe ich mir zum Beispiel die Fortsetzung, die einfach heißt Kaze-san und Yamada, auf Englisch geholt. Da ist sie, ich glaube, 2020 erschienen, beziehungsweise gestartet. Ist derzeit nicht mehr so leicht zu kriegen, weil halt auch da viele Jahre zwischen den Bänden liegen. Aber
Auf einem Ebay-Seller habe ich Band 1 bekommen und über Arconia zum Beispiel Band 2. Seid euch halt einfach bewusst, das Ding hat eine Fortsetzung. Doch nun der Aufreger, die letzte Seite des fünften Bandes. Die Kaze-san-Serie wird im Studenten-Spin-Off fortgesetzt. Das steht hinten im letzten Band drin. Das ist aber keine offizielle Ankündigung, dass wir das Studenten-Spin-Off bekommen. Und wie gesagt, in meinen Augen sind die Chancen, dass wir es kriegen, sehr gering. Wenn Eggman ein paar Jahren sagt, hey, okay, komm, wir holen es, dann wird mich das zwar sehr freuen. Aber einfach, um auf Nummer sicher zu gehen, hole ich mir halt die englische. Ich finde es halt dann nur scheiße, dass sie das Teil hier reingedruckt haben, so nach dem Motto, hey, guckt mal, eure geliebte Girls da frei, weil jeder, der Kaze-san gelesen hat, liebt sie. Also ich habe noch niemanden Schlechtes über die Reihe sagen hören. Ja, so nach dem Motto, ja, die Reihe, die ihr liebt, ja, die hat eine Fortsetzung. Und die kommt und ja, das kommt, das gilt allerdings halt nur für Japan. Und also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese Ankündigung versehentlich drin gelassen wurde. Also, ja, das ist schon so ein kleiner Mittelfinger für die Fans, so zu lesen. Oh mein Gott, es gibt ein Sequel, aber der Verlag holt's nicht. Aber gut, das soll in keinster Weise diese Reihe schmälern. Denn auch ohne das Sequel muss man sagen, Kaze-san und ... als mein Fazit, ist ein Meisterwerk von einem realistisch geschriebenen Girls Love, das einfach herzerwärmend süß ist, ohne viel Drama, ein solides Artwork und wirklich, man liest so einen Mann und man, so ein richtiger Feel-Good-Titel. Deswegen kriegt von mir Kaze-san und ... eine 10 von 10. Ich liebe es und ich freue mich sehr auf das Spin-off/Sequel. Und ja, ich hoffe sehr, dass der ein oder andere von euch dieser Reihe jetzt vielleicht doch mal eine Chance gibt. Weil, wie eben schon erwähnt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das haben irgendwie viele übersehen. Leider. Aber ja, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr über einen Daumen nach oben wünscht, freuen, über ein Abo sowieso und bleibt mir spitz an Wasser. Danke fürs Zusehen und ciao!